Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass er wieder zuschaut. Ich habe noch mal einen kurzen Gedanken eigentlich zu der Lebensmittelversorgung für den Gazastreifen. Ich habe ja da schon von Völkermord und so weiter gesprochen. Man kann ja ein Volk auch umbringen, indem man es verhungern lässt. Diese Problematik ist bekannt, sie ist angesprochen. Ich habe heute ist der 9.3.24, auch die Nachrichten gesehen. Da war so ein bisschen, was eigentlich nur selten vorkommt, wurde auch geäußert, dass die LKWs irgendwie nicht in den Gazastreifen reinkommen, dass das die Israelis behindern. Also wir haben die Situation, dass die Israelis ja die Mauer um den Gazastreifen rum haben und die LKWs mit den Nahrungsmitteln, Wasser, weiß ich was, nicht reinlassen. Gut. Warum können sie das? Weil sie von den Amis gedeckt werden. Bei der UN legen die Veto ein und so weiter. Sie versorgen sie ja auch, sie stützen sie praktisch in den Rücken, dass sie das die Leute einfach verhungern lassen können. Sie tun immer so, als ob sie den Palästinensern helfen wollen. Aber die Situation wäre ja nicht so, wenn die Amerikaner nicht mit den Israelis zusammenarbeiten würden und das Ganze so fabrizieren würden. Gut, und jetzt in den letzten Tagen sieht man auf einmal Flugzeuge, die Lebensmittel abwerfen, um ihnen zu helfen. Also grundsätzlich ein guter Gedanke und erinnert an die Luftbrücke, die Amerikaner helfen, aber wenn sie helfen wollten, würden sie sagen, jetzt macht die Grenzen auf und versorgt die Leute anständig. Also ich glaube nicht, dass die Amerikaner irgendetwas wirklich Gutes wollen. Sie wollen natürlich nicht zu stark angreifbar sein. Da reicht es, wenn sie werbewirksam da Flugzeuge mit ein paar Lebensmitteln abwerfen, darüber fliegen lassen. Und jetzt kommt der neueste Clou. Sie bauen einen Hafen. Also Flugzeuge transportieren zu wenig. LKWs, naja, irgendwie geht das scheinbar gar nicht. Das ist die Lösung. Die sind immer über LKWs versorgt worden. Sagen wir mal, man kann mich da nicht so in die Irre führen. Sie wollen also den Palästinensern helfen und bauen da jetzt einen Hafen, wo auch größere Schiffe anlegen können, um die Palästinenser mit Lebensmitteln zu unterstützen. Und das ist gut, sofern Lebensmittel da reinkommen. Das ist gar keine Frage. Wenn das jetzt die Lösung wäre, die müssen auf jeden Fall versorgt werden. Aber warum nicht auf dem logischen, einfachen Weg? Grenzübergänge öffnen, LKWs reinfahren lassen. Dann ist die Sache eigentlich gegessen, vorbei. Und dann, da ich ja immer die böse Finte im Hinterkopf habe und gesehen habe, was die da mit ihrem Militär dafür Anlege, also Hafen, Teile bauen militärisch, da kommt mir dann der Gedanke, dass es eben um die Lebensmittelversorgung kann es ja nicht gehen, dann würden sie ja die Grenzen aufmachen. Also muss der Hafen eine andere Funktion erfüllen. Das ist natürlich mein Hirngespinst. Aber manchmal sehe ich vielleicht, manchmal kann schätzt man Dinge schon vorher richtiger ein. Also warum der Hafen? Wo will man hin mit den Palästinensern? Man will sie da weg haben. Das hatte ich ja schon in vorhin. Das ist die gesamte, also Vernichtung irgendwie wegkriegen. Nach Ägypten über die Grenze,
Die Ägypter die Grenze, das können sie nicht machen. Nach Israel die Grenze, das geht auch nicht. Also, sie müssen aber da irgendwie weg. Und ich habe die Befürchtung, dass man den Hafen dafür nutzen wird, die Palästinenser zu, weiß ich nicht, ob deportieren jetzt der richtige Begriff ist, um sie aus dem Gazastreifen da weitgehend rauszukriegen. Das ist meine Idee und ich kann mir diesen ganzen Ablauf gar nicht anders erklären, als dass da so ein Hintergedanke ist. Denn dieses Bemühen, da Hafenanlagen zu schaffen, kann eigentlich nach meinem logischen Verständnis keine wirklich Handlung sein, dass man ihnen ein besseres Leben gewähren will. Das glaube ich nicht. Ich wollte bloß mal den Gedanken äußern. Ich tue das auch für mich selber, weil ich daran prüfen kann, ob ich Hirngespinste habe, aber wenn sich das in einer gewissen Zeit auf einmal so zeigt, dass die Palästinenser dort irgendwo hingeschifft werden, dann merke ich, dass ich die Sache im Prinzip richtig eingeschätzt habe. Sonst muss ich halt meine Meinung revidieren in dem Punkt. Dann war es wirklich eine karitative Handlung, man will sie eben ernähren. Warum sie nicht die Grenzen aufmachen, das bleibt dann vielleicht noch offen. Okay, ich bedanke mich. Ja, ich komme immer wieder auf dieses Thema, weil es ist ja auch in den Nachrichten und berührt mich halt. Also weil das ziemlich übel ist. Okay, Dankeschön. Tschüss, macht's gut.